Hörerinnen und Hörer der Glücksmagie. Ich freue mich, dass ihr wieder mit dabei seid, wenn wir gemeinsam die Woche 24 betrachten. Ja, die Zeit streitet voran und es ist ein wundervolles Gefühl, wenn wir uns so der Sonne hingeben können, wenn wir sie auf der Haut fühlen, sie wahrnehmen können und das Sonnenlicht uns nährt und stärkt. Nun ist es an der Zeit, aufzubrechen und einzutreten in die neue Kraft, in die neue Energie und wahrzunehmen, was es denn da braucht, wenn es heißt, finde dich selbst in deiner eigenen Schönheit. Finde dich selbst in deiner ästhetischen Schau auf dich selbst. Halte inne, nimm wahr. Gerne möchte ich mit dir die Tendenzen der Woche 24 betrachten und dich einladen, dabei zu bleiben, hier auf dieser Reise durch die Woche. Mein Name ist Sylvia Stangl, ich lebe und arbeite hier auf meinem Glücksgut in Straßwalchen und freue mich immer, wenn ich Menschen willkommen heißen darf, die da eintauchen möchten, in die Magie der Zahlen, in die Kraft der Astrologie, in die Ausrichtung der Ritualkunde, der Kräuterkunde, in die Farbenlehre, aber natürlich auch in die Magie. Gerne kannst du dich mit mir unterhalten und ich kann dir zeigen, was du vielleicht als nächsten Schritt benötigst auf deinem Weg der Weiterentwicklung, auf deinem Weg der Schöpfung deiner inneren Weisheit, die da an die Oberfläche kommen möchte. Ja, in der Woche 24 geht es darum, die Geburt der Schönheit in dir selbst zu erfahren. Liebevoll, lichtvoll auf dich selbst zu schauen und Affirmationen für dich zu sprechen, die dich da immer wieder führen in deine Eigenliebe, in dein Selbstmitgefühl, in dein dich annehmen, in den Zugang zu dir selbst. Du kannst diese Woche mit der Mondin mitgleiten und deine Gefühle als wahr annehmen und dich erkennen als unglaubliche, reine Seele, die da auf der Erde weilt und hier wandelt. Lass dich nicht abhalten davon, wenn du glaubst, dass es im Außen zu laut, zu schnell, zu viel ist. Zieh dich immer wieder zurück in deine Meditation. Zieh dich immer wieder zurück in deinen heiligen See, in deinen heiligen Raum. Wasche dich ab mit dem Wasser der Klarheit. Dann kommst du immer wieder ganz gut an bei dir. Und wenn du davon nichts zur Verfügung hast, dann visualisiere dir die Farbe Türkis. Denn mit der Farbe Türkis wird dein Sprachzentrum gereinigt, deine Gedanken gereinigt und du immer wieder verbunden mit der Kraft deiner Gefühle, mit der Kraft deiner inneren, wahren Herrscherin, der Göttin in dir, deiner Intuition. Ist das nicht ein wundervoller Ausblick? Denn die Mondin macht uns mitfühlend, öffnet uns für die Belange unserer Familie, aber auch für die Belange unserer inneren Seelenfamilie. Das heißt, wir kommen unserer Seelenfamilie wieder näher. Wir spüren sie, wir spüren ihren Halt, die Tragfähigkeit dieser Seelenfamilie, wo wir Mitglied sind, Familienmitglied. Und das hat nichts zu tun mit unseren Ahnen oder Vorfahren. Das hat damit zu tun mit unserer wahren Seelenheimat. Mit der Kraft, von der aus wir gestartet sind, wo wir losmarschiert sind, damals, als wir Ja gesagt haben, um hier auf Erden zu inkarnieren. So kannst du auch die Kraft der Mondin dönen und eintauchen in diesen fließenden, kraftvollen Ton, der dieses Urwissen, diese Urkraft in dir stimuliert. Halte kurz inne und nimm wahr, was sich da in dir bewegen möchte, welcher Zugang sich da öffnet, welche Geheimnisse da an die Oberfläche kommen. Und wenn du kannst, dann triumphiere mit der Venus über deine Ängste und überschütte dich selbst mit Liebe, um mit dir ins Gleichgewicht zu kommen und die Sicherheit in deinem Herzen zu fühlen und zu wissen, dass du auf die Liebe vertrauen darfst. Ja, auf die Liebe. Denn wir alle sind glückliche, fröhliche, friedvolle Menschen in unserem Inneren. Wir streben nach Harmonie und Balance und wollen die Bedeutung dafür in unserem Leben herausfinden. Wir wollen die Bedeutung unseres Lebens herausfinden. Wir wollen in der Wahrheit leben, in der Wahrheit sein. Selbst wenn uns die Wahrheit Schwierigkeiten bringt. Es geht doch darum, wahr zu sein. Vorurteile
gehen zu lassen und die Wärme und das Mitgefühl fließen zu lassen. Uns mit anderen Menschen wieder wahrhaftig und wirklich zu verbinden, nicht nur über all die Social Media Kanäle, sondern Menschen wieder zu spüren, eine Umarmung zu spüren. Zu spüren, was es bedeutet, sich näher zu kommen, die Liebe wahrzunehmen. Denn wir glauben doch alle an die Liebe und verstehen die Liebe als Elixier unseres Lebens. Und so dürfen wir auch liebevoll zu uns selbst sein. Wir dürfen uns unsere Fehler verzeihen. Wir dürfen aus ihnen lernen. Wir dürfen großzügig sein in Bezug auf unsere eigenen wesentlichen Eigenschaften. Und nicht zu hart und zu streng mit uns selbst. Wir dürfen wieder in Kontakt und in Einklang kommen und bleiben mit unseren Gefühlen und uns selbst treu zu sein. Und immer wieder eintauchen in die Wärme, in die Strahlkraft unseres Herzens. Denn das ist es, was andere wahrnehmen können. Die Strahlkraft unseres Herzens. Es geht nicht um das Strahlen in deinem Gesicht. Nein, es geht um das Strahlen in deinem Herzen. Dieses Ich bin da, ich bin ganz da. Und ich lebe meine Herzgefühle. Ich lebe mich, indem ich mich mitteile, indem ich mich zeige, indem ich mir Raum schaffe, indem ich es mir auch erlaube, meine Grenzen zu ziehen und Stopp oder Nein zu sagen. Denn auch das ist Herzkraft. Das ist wahre Klarheit. Das ist es, was wir jetzt benötigen. Einerseits diese Hingabe an uns selbst, andererseits das Aufeinanderzugehen, das liebevolle Dasein, das behütende Dasein und andererseits aber auch die Klarheit, das auszudrücken, was wir wirklich wollen. Halt zu sagen, Stopp zu sagen, wenn uns etwas zu viel ist oder zu nahe geht. Menschen auf ihrem Platz zurückzuweisen, die immer wieder diese Grenze übertreten wollen und mehr von uns wollen, als wir geben wollen oder geben können. Denn dies bringt uns in die wahre innere Ruhe und Ausgeglichenheit, sodass wir ein erfülltes und authentisches Leben voller Liebe, voller Freude und voller Weisheit leben können. Und nicht dieses Strahlen, das Eingeübte oder das kindliche Strahlen, das naive Strahlen, das die Welt anstrahlt mit ganz großen Augen und immer wieder glaubt, ja, ich werde auch so wahrgenommen. Nein, das hat mit wahrem Strahlen, mit göttlichem Strahlen nichts zu tun. Kindliches Strahlen ist darauf angewiesen, auf eine strahlende Antwort, um zu wachsen und zu gedeihen. Das brauchen Kinder. Das ist wichtig und richtig für sie. Aber wenn du erwacht bist, wenn du erwachsen bist, dann strahlst du aus dir heraus, ohne Klaköre, ohne Aufmunterung von jemandem anderen oder um Bekräftigung heischend. Dann gehst du deinen Weg, weil du ihn strahlend vor dir siehst und wirst somit zum Lichthalter, zur strahlenden Lichtfee, zur Leuchtfee, zum Punkt des Lichts und kannst dich ausdehnen als das, was du immer schon sein wolltest und was schon immer in dir war. Und wenn du dieses lichtvolle Dasein, diese Stärke, diese Einzigartigkeit in dir unterstützen möchtest, dann bereite dir doch eine Räucherung zu, die da besteht aus 1000 Guldenkraut, Melisse, Pfefferminze und Veilchen. Denn jede dieser Pflanzen bringt dir ihre einzigartige Energie, die sie da bringt im Rauch, um dir Frieden, Klarheit und Wohlbefinden zu schenken und dieses Wohlbefinden in dir selbst zu fördern, indem sie dich heilen und beruhigen. Und indem sie dich dabei unterstützen und stärken, wirklich Strahlkraft zu sein, wirklich strahlend zu sein, die Liebe in dir selbst zu fühlen, die Harmonie in dir selbst zu fühlen. Und mit dem Zauberspruch der Woche kannst du diese Harmonie und Strahlkraft noch unterstützen. Und wenn du möchtest, kannst du ihn ganz laut aussprechen, von deinem Balkon hinausrufen in die Welt, im Wald, im Garten oder bei dir im stillen Kämmerlein, so wie es für dich passt. Aber bedenke, dass Worte, Gedanken jetzt wahre Berufungen sind, dass sie Kraft haben, dass sie das Leben verändern können, auch wenn du nicht daran glaubst. All die Konstellationen weisen darauf hin, Merkur in seiner vollen Kraft, uns zu sagen,
wahre Heilkraft, wahre Bewegkraft liegt in unseren Worten und in unseren Gedanken. Und so dürfen wir mit unseren Berufungen, mit unseren Zaubersprüchen hinausgehen, um die Welt unterstützend zu verändern, um dabei zu sein, wenn sie sich neu gestaltet, wenn sie sich neu zeigt. In der Liebe, in der Harmonie, in der Freude und im Mitgefühl. Und so möchte ich dir diese Woche einen Zauberspruch der Liebe schenken, den du anwenden kannst für dich selbst und natürlich auch für andere. In Harmonie und Freude sei unser Pfad. Mit Liebe und Frieden stets wohl bewahrt. Wahrheit sprechen wir ohne Scheu, ohne Vorurteile, unserem Herz gemäß stets treu. Großzügig geben wir Zeit und Raum, erfüllen das Leben mit Liebe und Traum. Gefühle im Einklang, Klarheit im Geist, Freude im Herzen, die nie verweist. Lebenserkenntnis tief und klar, Balance und Harmonie stets nah. Mögen wir stets im Frieden sein, mit diesem Spruch, so soll es sein. Und du weißt ja, der Zauberspruch dreimal gesprochen, dreimal im Kreis gedreht, wirkt. Ob du daran glaubst oder nicht, das spielt keine Rolle. Denn Worte sind wirkvolle Möglichkeiten, das Leben nachhaltig zu verändern. Erinnere dich daran, wenn es darum geht, die richtigen Worte zu finden, die richtigen Gedanken in Bewegung zu bringen, sie auszusenden, um dir selbst und anderen zu helfen, ein besseres, ein erfüllteres Leben zu leben. So wünsche ich dir viel Freude für diese Woche. Geh hinaus und lebe dich, liebe dich und strahle aus deinem Herzen heraus. Wenn dir mein Podcast gefallen hat, dann würde ich mich freuen, wenn du ihn likest, wenn du ihn teilst, wenn du mit deinen Freunden, mit deiner Familie darüber sprichst und wenn du die Zaubersprüche aktivierst und die Räucherungen. Und wenn du eintrittst in die Rituale der Ausrichtung, der Harmonie und der Vollkommenheit. Hab es ganz gut. Ich freue mich auf unser nächstes Wiedersehen und Wiederhören. Bis bald. Alles Liebe. Namaste, Sylvia.